Oder von oder Luke Skywalker. Ach guck mal, es geht los. Nein, wie du sieht er nicht aus. Doch, natürlich. Also nein. Wenn er wie du aussehen würde, dann hätte er eine ganz andere Karriere eingeschlagen. Ja? Ja, mehr so Showbusiness und so. So, hier oben ist jetzt alles noch falsch, sehe ich gerade. Ja, dann ändere das mal. Ich habe ja Mausverbot. Das macht man da. Nein, nicht da, nicht da. Du musst da unten. Nein, hier, sorry. Da unten. Klick da drauf. Wow. Ja, es ist blöd, da kann man nichts gegen machen. Also, die Leute müssen jetzt kurz darüber hinwegkommen. Das wird nicht anders funktionieren. Du musst pass auf, Fastbild übrigens. Junge, hast du gesehen, wie krass ich bin? So, ja, und jetzt? Voll krass. Ja, und jetzt da oben Spell eingeben. Spell. Ja, das mache ich nochmal eben, komm. Wirklich, nein. Das dauert zu lang. Ist mir egal. Ach. Du hast ja, Maus verboten. Viel Spaß. Ich gehe nochmal kurz AFK. Wo ist der AFK-Caster? Da. Gegen Hasu. Okay, guck mal, was da passiert ist, ey. Man muss wissen, wie das Programm funktioniert, jetzt ohne Scheiß. Ja, mach. Danke. Aber schnell. Und ja, du sagst mir schnell. Berühr nichts anderes. Mann. Nein, du hast was anderes probiert. Egal, scheißegal. Phil, mach das ja schnell. Du hast was anderes probiert. Red lieber besseren Scheiß. Twisted Meadows, Crosspose, sie ist in meinen Augen, also ich habe das immer geliebt als Undead, muss ich sagen. Ja, natürlich. Weil richtig schön die dicken Spots machen und High-Level-Heroes bekommen. Und das ist natürlich als Undead einfach genau das, was man will. Dass man schön hohe Level bekommt. Ja, ja, und weil Hasu Ops auch gerne mag, das Spell sich, achso, gelb ist richtig, ja. Ja gut. Hasu Ops hat bestimmt auch richtig gerne, dass Spell hier schnell den dicken Creepspot macht mit seinem Fastbild. Das war jetzt natürlich ironisch gemeint. Spell wird sich hier erstmal einen kleinen Vorteil erarbeiten können. Ja. Spell wird sich einen kleinen Vorteil erarbeiten können. So. Und zwar, indem er den fetten Goblin-Creep direkt machen wird. Und da, ja, auf Richtung Level 2,5 definitiv unterwegs sein wird. Das heißt, jo, das wird erstmal, glaube ich, für Hasu Ops auch schwer zu harassen, vor allem durch Crossposey. Wir werden gleich sehen, ob da noch ein Arcane Tower mit dazukommt mit der Zeit, um das Harassment noch schwerer zu machen für ein Undead. So, normalerweise müsste sie jetzt so ungefähr unterwegs sein. So ist es trotzdem sehr unangenehm für ein. Da kommt auch der Hero raus und Hasu scoutet das leider. Das heißt, der Deathknight nimmt zusätzlich noch einen Umweg. Ja, der Deathknight läuft gerade noch in die andere Richtung. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Er wird auf keinen Fall irgendwas machen können während des Dings. Vielleicht wird er auf dem Rückweg den Militia kriegen können, aber der Archmage hat richtig viel Damage bekommen. Hier schon direkt am Anfang. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt gewollt war. Nee, das war eieiei. Und der eine Peasant fällt. Also da sieht man doch ein bisschen rostig, der liebe Till. Ja. Und ja, Boots of Cantor ist natürlich das schlechteste Alter, was er hier hätte finden können. Ja, definitiv. Und ich denke mal, bei Hasu Ops wird das gleich triggern, dass er einfach den Archmage coilen wird. Also zwei, ja, drei Coils drauf und dann Spell, ja, muss ich jetzt gleich mal auf den Weg machen, abzuhauen. Wobei Spell, ja, er sieht jetzt erstmal die Dinger. Das heißt, der Archmage wird wahrscheinlich erstmal verschont bleiben. Oh, der wird sich versuchen, alle drei Peasants zu schnappen. Oh, sauber. Oh, das ist jetzt das natürlich eine unwirtschaftliche, ja, aber Coil, der als nächstes werfen muss. Ah, die Scanning ist ja. Einer da. Er hat keinen Arcane Tower gebaut. Ja. Das wird jetzt super ärgerlich werden. Supply von Spell, 26 von 30. Baut er die nächste Farm schon? 22 hier. Würde mich extrem überraschen, wenn er jetzt tanken würde. Nee, macht er nicht, glaube ich. Nein. Er baut den nächsten Footy und da laufen die nächsten Milizen, die laufen hier nur dem hinterher. Archmage zieht sich zurück. Er hat noch keinen Shot, dass er sich irgendwie heilen könnte mit seinem Archmage. Das heißt, der wird erstmal noch eine ganze Weile, oder? Was ist die Reaktion von Hasu Ops darauf? Hasu Ops läuft jetzt mit einigen Ghoulen aus der Base, hat den Tech mittlerweile gestartet, alle Ghoule abgezogen. Wie weit ist der Tech? Der Tech. Ach, wir haben hier das Production-Ding. Warte mal, P ist es, glaube ich, ja. Wahnsinn. Total. Jo, und deswegen so, Spells Archmage. Weiter, aber Archmage, ja, der kriegt jetzt nichts drauf. Er hat auch. Wie ist Amana? Und nicht nichts machen können. Amana hier, ja, aus zwei Coils. Ja. Den wird Spell eigentlich nicht casten können, wenn Hasu das nicht möchte. Ja. Da kommen jetzt einige Ghoule, jetzt muss Spell richtig aufpassen. Hasu weiß halt genau, dass Spell gleich hier die Echse kriegen will und spart sich die Coil für sowohl den Gnoll als auch für Coils gegen den Archmage auf oder auch für weitere Creepsteals. Und wenn dann noch der Archmage im Bedrängnis ist und der Death Knight dazu noch viele Hitpoints hat, dann kriegt er die Echse nicht durch. Ein Hit und jetzt mit der nächsten Coil killt er ihn. Ich glaube, ich habe zweimal gegen Hasu gespielt und beide Male auf der Map und beide Male hat er mich komplett kaputt geharrassed. Das kaputt war kaputt geharrassed. Ja, das ist auch super aggressiv. Das sieht man selten. So aggressives Play vom Undead. In der Zeit hat man das immer gesehen, glaube ich. Das war so ein richtiger schöner Ghoul-Harrass-Stil. Wenn der Gegner Axe auch gerne die Ghouls in die Mainbase geschickt, wenn er noch keinen Tower stand, war es extrem stark. Boah, jetzt hier noch zwei. Oh, 11 Hitpoints. 11 Hitpoints. Und da bringen ihm die Boots auf Keltalas gar nichts. Sie machen keinen Speed. Level 2 und jetzt die Aura. Es ist super hilfreich. Das könnte ein ganz, ganz schnelles GG sein. Der nächste Peasant fällt hier und das sieht gar nicht gut aus für den Human-Spieler. Hat jetzt mittlerweile sich auch Boots gekauft, also da nochmal 240 Gold investiert. Er hat eigentlich noch keinen. Ja, das ist ein bisschen spät für meine
Bedürfnisse. Ja, ich denke mal, der wird ganz standardmäßig, so ganz oldschool, schnell auf Tier 3 klicken, im Tech zu Tier 3 die Slaughterhouses bauen und Desi Push einfach spielen, weil bei dem Early, glaube ich, wäre das auch super. Sieht so gut aus für ihn auf jeden Fall. Level 2 Death Knight, der Level 1 Archmage, Level 2 Archmage. DK hat halt noch nichts abgekriegt. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass der Level 2 ist. Ja, definitiv, aber okay, bei dem Sport kann man ja nichts machen. Aber der hat auch null Schaden bis jetzt abgekriegt oder so. Ja. Also das heißt, der Harris geht einfach so weiter. Da bleiben. Ja. Er hat jetzt keine Coil mehr, aber ja. Gut, dafür hat er den Arc nicht gekillt und jetzt schon einige Pässen. Er muss hier auch gar nichts mehr machen, er muss nur die nächste Echse versuchen nochmal zu nerven. Okay, wenn er die Echse fertig ist, aber surrounded von einem Ghoul, fällt deswegen auch noch, kann man nicht mal wieder abgeworfen werden oder sonst irgendwas. Also, heieiei, Hasso spielt das super souverän. Einen Ghoul, den wir da wohl verlieren, da kann er, ach nein, das wird dann auch noch nicht dazu gemacht. Jo, jetzt haben was wir da los, Phil? Jo, du hast Spell so angekündigt hier als... Ja, ich habe auch damit gerechnet, aber solche Sachen, das entgleitet einem ja relativ schnell. Man hat es ja gesehen, dass man jetzt ein, zwei Fehler, die da passiert sind. Ja, der Rocko Lamb hat Fehler beim Creepen, ne? Also da, ja. Das darf halt echt nicht passieren. Oh, Surround the Roof. Lol, no. Vielleicht geht Call, er hat keine Call wie mehr. Wie viel fehlt ihm noch bis Level 3, dem Archmage? Ja. Archmage fehlt. Viel. Ja. Also dann sind schon noch zwei Ghoul oder so. Ja, aber jetzt wird er gleich creepen. Oh, die Skellies weiter in der Base. Na gut. Einen gekillt, den zweiten vielleicht. Nee, der Fokus ist jetzt komisch. Also Hasso geht hart ins Gericht mit seinem ehemaligen Teamkollegen und Mitbewohner. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das da soll. Baut er echt eine Nekropolis oder ist das ein Bug? Ah, das ist ja die 3-Tech. Und da kommt das Arcane Wall, da wird weiter geharrassed. Spell will gerne creepen. Wir sehen es auf der Minimap, dass er nach oben gelaufen ist, aber muss sich wieder zurückziehen. Und er ist jetzt in der Situation, dass er 7 Footies, 8 Footies hat und die will er eigentlich gar nicht haben. What? Der ist dicht! Der ist dicht! Und kann er da. Gedacht, er Call, ne? Die quadratischen Hitboxes machen es möglich. Der ist zu, der ist wieder zu. Der kann ihn noch zurückschicken. Jawohl, das verliert er nicht. Das verliert er nicht. Ja. Und da pfeift er nicht. Wem hat es gerade schon angekündigt? Was denn? Er sagt. Dass Spamer gesagt hat, ja, selbst wenn er lange nicht spielt, ja, da geht halt nichts. Aber, also macht er derzeit halt so viel Stress hier in der Basis, oder? Ey, wir haben jetzt das Problem, dass. Ohne Scheiß, guck mal, der kann ich nicht mal mehr ordentlich meinen. Aber er hat jetzt 7 oder 8 Footies, die sind gleich nichts mehr wert. Da sind die beiden Slaughterhouses und sobald die stehen, kann er die Footies nur noch. Er kann die nur noch zum Creepen benutzen und einmal kurz zum Pushen und zu versuchen, Statues zu killen, bevor sie Desis werden. Danach ist es scheißegal. Und jetzt gleich, das ist natürlich womit, super viel also Holz. Womit will er die Statues killen? Also mit Footies bestimmt nicht, weil das sind die zu fix. Ja, das wird jetzt ganz bescheuert. Er muss jetzt gleich pro Base 7 Tower bauen, mindestens. Eigentlich muss er 9 bauen pro Base, damit er gegen den Desi-Push gleich an den Start kommt. Und er ist damit schon überstanden. Ich glaube, das wird schon schwierig, weil allein der Creep wird für ihn schwierig werden. Eine Keule haben wir da und er hat eine Mana und einen Health-Pot, also der kann hier länger drin bleiben. Jetzt geht's erstmal auf den... Oh Gott, die Keule kriegt er auch noch! Ja, da reißen wir aber super dreist. Das jetzt aber natürlich nicht supporten, nicht surrounden lassen. Aber das ist natürlich super ärgerlich. Auch Level 3 dadurch. Oh, dann kommt direkt die nächste Call. Ja, er will ja einfach komplett schießen. Oh, das könnte wichtig werden. Wäre das geil gewesen. Das wäre so eine Aktion gewesen, wo man dann mal wenigstens ansatzweise zurück ins Spiel kommen kann. Hier werden jetzt mittlerweile auch die ersten Statues. Ja, wobei ein Dings macht gerade nichts, ein Slaughterhouse. Also das ist jetzt wichtig für Spell, dass Hasoops da ein bisschen schlänzt. Jetzt kommt dann im nächsten Jahr und jetzt geht's los. Und das nächste, 32 von 40, ein... Ey, jetzt weiß Bell halt so genau. Zyklad halt noch... Guck mal ganz kurz. Ist 3 Tower im Bau, 2 schon im Aufbau in der Base. Das versucht er alles zu mobilisieren. Das Gute ist, er hat zwischenzeitlich so viel Holz gesammelt, dass er das tatsächlich machen kann. Wobei er erstmal die Tower bauen muss und nicht mal die Echse bauen kann, obwohl die Echse schon so spät kommt. Also er weiß halt genau, was da gleich ankommt. Und der Death Knight beschäftigt ihn. Bell kann also mit seinen Footies nichts anfangen, bis sie nutzlos werden, so wie es aussieht. Ja, genau so sieht's aus. Arken wollte hier vorne. Geil, wir haben 899 Viewer. Dass sie das Splash trifft. Wir haben den Viewer-Rekord geknackt. Ja, moin, Freunde, fast ey. Einer noch bis 900. Wir. Jo, einer noch bis 900. Auf jeden Fall, ey. Wahnsinn. We ey. Need that 1000, Leute, Freunde. Die Warcraft-Leute, Wahnsinn. Ruft noch kurz eure Oma an, eure Mutter, eure Schwester. Meine Mutter. Phillys Mutter. Sabine auch noch. Sabine auch noch. Sabine, ey. Stock auch noch mal. Selina, alle. Stock auch noch mal. Stock sowieso. So, wie sieht's aus? Es wird jetzt endlich die Town Hall gebaut. Das dauert jetzt noch ewig, bis sie durch ist. Das sind schon, da kommt der Push schon. Also da kommt der Leichenwagen kommt da angerollt. Ja. Und, such disappoint. Ja. Schau mal, was such hard.
Er weiß nicht, wo der andere ist. Er hat auch immer noch nicht diese Boots of Kel'Thalas verkauft. Weiß auch kein Mensch, warum. Er weiß nicht, wo der andere ist und will jetzt gucken. Er will jetzt creepen. Ja, nee. Ach Gott, er weiß nicht, wo der andere ist und jetzt kann er noch nicht mal hintippen. Das wird jetzt richtig scheiße. Oh, scheiße, Leute. Es tut mir so leid, dass wir euch das jetzt zeigen müssen, aber es ist leider Teil dieses Spiels. Es tut dir in der Seele weh, aber tut mir tut vor gar allem. Nicht leid. Nee. Das gut? Achso, du bist ja so ein Undead. Ah, ich bin der Untote, ey. Hierarch-Motherfucker bist such, du. Such Undead, ey. Die Koi hat aber super früh geworden. Ich bin da gar nicht. Was Spell richtig so, oh, okay, lauf ich doch in die Base. Ja, jetzt guck da, aber never fight in an Undead Base, ey. Aber okay. Aber Hazard kein TP. Was ich ja sympathisch finde an Spell, der gibt nicht früh auf und läuft jetzt einfach rüber, wird jetzt versuchen, die Haunted Goldmine rauszunehmen und dabei sich damit die Tower weiter aufzubauen. Taggt jetzt auch inzwischen. Ah, das läuft hier. Ja, jetzt geht er da rein. Lachen wie gesagt, er kann kein, was lachen kein die TP. Denn? Ich weiß auch nicht, warum die Tür offen gelassen wurde hier, aber. Weil Remo so ein verpeilter Sack ist. Ja, Remo ist ein verpeilter Sack. Ich habe so, ein Herzchen-Smiley mit meiner Hand gemacht nebenbei. Achso, okay, läuft. Dann ist das okay. Dann ist das okay. Ja. Ja, Spell kommt zu spät an, Base Trade wird nichts, die Tower werden einfach eingerissen, danach muss er nur ein paar Sachen da lassen, die Desis eigentlich da lassen. Aber. Ja, Akimeji. Und wie sieht es aus mit den Hitpoints für die Desis? Aber die werden nicht mal ansatzweise gehen. Ja, die sind bei voller Gesundheit, denen geht's besser als neugeborenen Menschen. Ja. Sehr richtig. So, jetzt fallen hier mittlerweile alle hört das Elend. Gigi, das Grauen. Spell, Hasu. Gewinnt hier, hat sich damit seinen ersten Sieg geholt.